für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir beraten heute in erster Lesung das EEG 2014 und es ist ja in der Tat so, dass die Untergangsgesänge, die wir heute wieder hören mussten, sehr stark an das EEG 2014 erinnern. Aber um was geht es im Kern beim EEG 2014? Wir werden künftig die Einspeisevergütung nicht mehr von der Politik oder dem Ministerium festlegen, sondern im Wettbewerb ermitteln. Dies ist ein Systemwechsel, das ist ein richtiger Systemwechsel und übrigens auch europarechtskonform oder bezüglich der Europarechtskonformität geboten. Strom aus erneuerbaren Energien soll in der Höhe vergütet werden, die für einen wirtschaftlichen Anlagebetrieb erforderlich ist. Wir schaffen damit mehr Kosteneffizienz beim Ausbau der Erneuerbaren. Gerade die Synchronisierung von Netzausbau und Ausbau der Erneuerbaren ist von kaum zu überschätzender Bedeutung. Es hilft uns nichts, wenn wir zwar einen hohen Zuwachs an erneuerbaren Energien im Strombereich haben, aber keine Leitungen, die den Strom abtransportieren können. Übrigens kommen wir gerade im rot-grün regierten Niedersachsen beim Netzausbau eben nicht voran. Laut Übertragungsnetzbetreibern ist es so, dass in Bayern der Netzausbau mittlerweile sehr gut läuft. Hier wird nicht nur geplant, hier wird auch umgesetzt. Das ist eben auch insgesamt der Unterschied. Wir reden nicht nur, wir machen. Auch deshalb werden Netzengpassgebiete ausgewiesen, wo der Ausbau von Windenergie in bestimmten Regionen begrenzt wird, wo eben besonders große Netzengpässe bestehen. Hier wird der Zubau auf 58% des durchschnittlichen Zubaus von 2013 bis 2015 begrenzt. Insgesamt darf in den Netzengpassgebieten nur 900 Megawatt Zubau erfolgen von den 2800 Megawatt. Das ist ein wichtiger Schritt, um eben auch gerade die Problematik der Netzengpässe zu berücksichtigen. Auch die Akteursvielfalt ist uns wichtig. Wir haben hier schon viel erreicht. Es gibt einen Vorschlag vom Ministerium. Der Minister hat es ausgeführt. Es wird auf das Emissionsschutzgutachten für Bürgerenergien verzichtet werden. Wir sind aber hier im Gespräch und ich denke, wir kommen hier auch noch auf Modelle, die die Möglichkeit von Bürgerenergien noch mehr verstärken, auch im neuen EEG beteiligt zu werden. Bei der Photovoltaik haben wir eine Bagatellgrenze von 750 Kilowattstunden. Aus Praktikabilitätsgründen ist diese Grenze auch sicherlich angemessen und ermöglicht auch wiederum den Betrieb von Bürgerenergiegenossenschaften. Wir werden bei der Flächenkulisse für Photovoltaik-Freiflächen auch die berechtigten Interessen der Landwirtschaft berücksichtigen. Gerade der Bestand an Biogasanlagen kann dazu beitragen, die stark fluktuierenden Erneuerbaren wie Wind und Photovoltaik in den Spitzen auszugleichen. Mit einem Ausschreibungsvolumen von 1050 Megawatt in den nächsten 6 Jahren werden diese Anlagen an den Ausschreibungen beteiligt. Übrigens beteiligen sich auch die Biogasanlagen an Kostensenkungspotenzialen, weil sie ja eben auch die Einspeisevergütung wettbewerblich ermitteln. Bei der Biomasse muss man auch sagen, gerade die Flexibilität ist die Stärke, aber auch die Steuerbarkeit, die netzstabilisierende Wirkung. Man muss ja eigentlich auch fairer halber sagen, dass eben bei der Biomasse, die dezentral ist, ich habe hier eine Karte, damit man auch sieht, dass es nicht nur ein bayerisches Thema ist, wo die Biomasse-Standorte aufgeführt sind. Man sieht eben auch, dass hier ganz Deutschland eben betroffen ist und das gilt es eben auch bei den Beratungen zu berücksichtigen. Das ist eben kein spezifisch bayerisches Thema und das muss man auch ganz klar zum Ausdruck bringen. Die Biomasse trägt zu 27 Millionen Tonnen jährlich CO2-Einsparung bei. Wenn ich überlege, wie wir letztes Jahr über die 22 Millionen Tonnen Einsparung diskutiert haben, dann denke ich, ist es auch nicht zu verachten. Wir brauchen auch Perspektiven, gerade für die kleinen Anlagen, für die Anlagen unter 150 Kilowattstunden. Ich bin der Meinung, wir sollten auch bei Altholz und auch bei der Dicklauge nach Regelungen suchen, die nicht zu Verwerfungen an den Märkten führen. Solche Regelungen sind ja teilweise schon bei der Schwarzlauge gefunden worden. Auch bei der Wasserkraft gilt es, gewisse Probleme zu bedenken, gerade bei den großen Anlagen. Wir haben ja gerade in Süddeutschland Anlagen, die sind größer als 5 Megawatt. Ist es im Moment so, dass durch das EEG, durch den Einspeisevorrang der Erneuerbaren, diese Anlagen, die nicht in der Förderung sind,
nicht mehr am Markt bestehen können oder es droht, dass diese nicht mehr bestehen können. Und es wäre ja sozusagen ein Treppenwitz, wenn gerade die älteste Form der erneuerbaren Energien durch das EEG nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Auch hier müssen wir nach Lösungen suchen. Natürlich, zukünftig müssen wir uns um ganz andere Herausforderungen kümmern. Ich glaube übrigens, dass der Zubau von auf 33% des Strombedarfs, aus der jetzt durch Erneuerbare gedeckt wird, noch leichter war, wie der zukünftige Zubau sein wird, auf 45%, auf 55%, auf 60%. Wir haben die Probleme der Speicher oder eben die Herausforderung, dass wir auch die Speicher am Markt beteiligen müssen. Wir haben die große Herausforderung des Netzausbaus. Wir müssen weiterhin auf mehr Systemdienlichkeit der Erneuerbaren achten. Und wir müssen auch, gilt es ja heute zu betonen, die europäische Komponente der Energiewende stärker ins Auge nehmen. Die Reform des EEG 2016 stellt mit dem Strommarktgesetz einen wichtigen Teil bei der Weiterentwicklung der Energiewende dar. Wir werden auch beim Strommarkt noch schauen, dass auch die Beschlüsse des Koalitionsausschusses auch tatsächlich umgesetzt werden. Aber das EEG 2014 ist insgesamt hin zu mehr Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Wahrung ökologischer Ziele und einer Beibehaltung der hohen Versorgungssicherheit von kaum zu überschätzender Bedeutung. Ein Mehr an Markt hilft richtig umgesetzt allen. Wir würgen die Energiewende nicht ab, wir machen sie zukunftsfest. Herzlichen Dank. Der Kollege Ingbert Lie